Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte dir jetzt erklären, warum Spannung so wichtig ist beim Pigmentieren. Das gilt für alle Zonen. Das ist egal, ob du jetzt eine Augenbraue, eine Lippe oder einen Lidstrich machst. Die Haut der Kundin sollte immer eine gewisse Spannung haben, beziehungsweise die Spannung muss so gut mit der Nadel und dem Nadeldruck harmonieren, dass die Nadel eben reingeht. Ich möchte dir das mal am Beispiel eines Luftballons erklären. Ein Luftballon, der schlaff ist, also ein Luftballon, der schon einige Tage vielleicht vor sich hin gegammelt hat und nicht gerade frisch aufgeblasen ist, der verliert natürlich an Oberflächenspannung. Also die ganze Haut des Ballons wird dann so schrumpelig, das hast du bestimmt schon mal gesehen. Und wenn die Oberflächenspannung verloren geht, dann, und du willst den Luftballon zum Platzen bringen und du gehst mit deinem Fingernagel rein, ja, was passiert dann? Du kannst es vielleicht ahnen, es wird nichts passieren. Du erreichst gar nichts, außer dass du die Haut nach innen reindrückst. Und so ähnlich musst du dir das mit der Haut vorstellen. Wenn die Hautoberfläche zu schlaff ist, ja, und du kommst jetzt mit deinem Druck, du kannst so viel Druck ausüben, wie du möchtest. Die Nadel trifft hier oben auf die Haut. Und weil die Haut ja elastisch ist, dringt die Nadel eben nicht jetzt hier in die Haut ein, sondern sie sorgt dafür, dass sich die Haut unter der Nadel quasi nach unten dehnt. Und sie flüchtet eigentlich vor der Nadel, könnte man sagen. Und du bist also überhaupt nicht richtig in der Haut drin. Deshalb sorg dafür, dass deine Haut richtig schön straff ist. Zieh sie auseinander, am besten an 3 Touchpoints, damit du, damit du wirklich eine ganz gespannte Oberfläche hast. Und dann, wenn du dann eine wirklich gespannte Haut hast, dann überwindet deine Nadel hier an dieser Stelle, wo sie auf die Haut auftritt, nämlich auch diesen Widerstand und dringt tatsächlich ein, sodass das Pigment eben auch hier platziert werden kann. Ja? Das ist eigentlich auch schon das Geheimnis einer erfolgreichen Pigmentierung, also die Harmonie zwischen Spannung und Druck. Ja, also wenn du das schaffst, miteinander zu vereinen, dann hast du wirklich dauerhaft haltende Ergebnisse, hast weniger Nacharbeiten, hast zufriedene Kunden und wirst somit deine Technik in ein sehr gutes Level weiterentwickeln können. Microblading macht ja auch ein gewisses Geräusch. Also wenn du schon mit Microblading deine Erfahrung gemacht hast, dann wirst du wissen, dass es auf der Haut so ein bisschen kratzt. Vielleicht hast du auch schon bei der ein oder anderen Behandlung dich gewundert, dass es nicht kratzt. Ja, das ist eigentlich immer eine Indikation dafür, dass irgendwas mit dem Druck und der Spannung nicht harmoniert. Also entweder du hast zu viel Druck oder zu wenig Spannung und diese beiden Sachen harmonieren nicht so gut miteinander. Man kann es auch gut vergleichen mit einer Trommel. Stell dir eine Trommel vor, auf der jemand trommelt. Diese Trommel würde keine Musik machen, also keinen Ton von sich geben, wenn sie schlaff durchhängt. Ja? Also dieser Ton, der von einer Trommel erzeugt wird, kann nur entstehen, wenn die Haut darüber richtig schön straff ist. Und so ist es halt auch bei Microblading, wenn du mit der Nadel über die Haut gleitest. Es entsteht ein ganz helles Kratzgeräusch. Es sollte nicht zu dumpf klingen, weil wenn es zu dumpf klingt, bedeutet das auch, dass es ein bisschen zu tief ist wahrscheinlich oder dein Druck zu viel ist und die Spannung nicht richtig aufrechterhalten ist. Also versuche dein Gehör zu trainieren auf dieses Kratzgeräusch, damit du weißt, ob du jetzt wirklich in der perfekten Harmonie zwischen Druck und Spannung dich bewegst.